Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarzen Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poet? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Levioso. Wir sind natürlich wieder super begabt. Nun, probieren wir etwas Größeres. Okay. Ich hätte zwar jetzt mit Menschen angefangen, aber so eine Puppe ist auch okay. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken okay. Sie daran. Gut gemacht. Erst mit Levioso aus der Fassung bringen und dann draufhauen. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Na endlich! Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Protego werden wir nicht brauchen. Hoffe ich. Das wird gute Technik. Ich weiß. So, dann hauen wir den direkt mal um. Dein erstes Duell. Sagen wir einfach, oh, das ist ja wunderbar. Den haben wir ordentlich schon mal eingeschenkt. Ey, versteck dich doch nicht da hinten. Was ist los? Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Nur, dass wir nichts eingesteckt haben. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Gryffindor. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Na gut, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Dann sprechen wir mal mit Sebastian. Zur Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen eine Expertin. Ich bin übrigens Sebastian Cello. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Ja, sagen wir mal so, ja, ein bisschen Übung. Nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Erzähl mir mehr. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen.
Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werd's mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis bald.